Herzlich willkommen bei Karriere und More TV. Mein Name ist Jochen Stargardt. Haben Sie sich auch schon mal gefragt, macht Weiterbildung eigentlich Sinn? Lohnt sich der Aufwand in Zeit und Geld? Hierzu eine kleine Geschichte aus der Tierwelt. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Wir befinden uns am Waldrand. Auf einem Ast sitzt ein Rabe wie der kleine Kollege hier. Macht nichts, guckt in die Landschaft, ganz entspannt in den Tag. Kommt ein zweiter Rabe vorbei und fragt, Kollege, was machst du da? Sagt der Rabe, du, nix, ich guck in die Landschaft, ganz entspannt, genieß den Tag. Sagt der Rabe, oh, das hört sich gut an. Stört's dich, wenn ich mich zu dir gesell? Keineswegs. Nimm Platz, lass uns gemeinsam den Tag genießen. Einige Minuten später kommt ein Hase über das Feld gehoppelt. Ruft den beiden Raben zu, hey Raben, was macht ihr da? Die beiden Raben ganz entspannt. Du Hase, nix. Wir gucken dumm in die Landschaft, genießen den Tag, sind ganz entspannt. Sagt der Hase, das hört sich gut an. Stört's euch, wenn ich mich zu euch gesell? Die beiden Raben, oh du, keineswegs, komm einfach mit dazu, kein Problem. Lass uns gemeinsam den Tag genießen. Einige Minuten später kommt auch noch ein Fuchs des Weges. Der Fuchs sieht die drei und fragt, hey ihr drei, was macht ihr da? Die drei ganz entspannt, du Fuchs, nix. Wir sitzen hier, gucken ein bisschen dumm in die Landschaft, genießen den Tag, nichts Besonderes. Fuchs überlegt kurz und sagt, stört's euch, wenn ich... Nö, du, komm einfach mit dazu. Kein Problem. Gerne. Die vier sitzen da, genießen den Tag, gucken in die Landschaft. Kommt ein Jäger des Weges, sieht den Fuchs, sieht den Hasen. Da zückt er seine Flinte, legt an, schießt. Fuchs und Hase, beide tot. Sagt der eine Rabe zum anderen, du, Kollege, ich hab's schon immer gesagt. Rumsitzen und dumm schauen kann man nur in einer höheren Position. Deswegen, Weiterbildung lohnt sich. Wenn auch Sie den nächsten Karriereschritt machen wollen, dann kommen Sie zu uns. Besuchen Sie uns unter www.schnellerschlau.de. Ich bedanke mich und freue mich auf Ihren Besuch.